Erinnert ihr euch noch an den verrückt gewordenen Hobo, der irgendwie jetzt auf einmal in der Toilette festhing und jetzt in der Gefängnis ist und keine Ahnung mehr hat, was er tun soll? Genau das sind wir. Wir sind der komische Hobo-Penner, Super-Penner-Typi, der in sein Gefängnis hängt. Und wir wollen hier raus. Willkommen bei Let's Play Hobo Prison Brawl. Wir werden jetzt unseren Weg durch das Gefängnis schlagen, weil Teil 1 war nicht genug. Teil 2 muss auch noch gespielt werden. Sonst reißt mir jemand die Rübe hier ab. Okay, fangen wir einfach an. Natürlich wieder auf live, weil das Spiel ist noch ein bisschen schwerer als der erste Teil sogar noch. Jetzt gucken wir uns mal an, was passieren wird. Wow, es ist im Gefängnis. Das sieht man. Und sie machen die Türen auf. Und Lunchtime. Ja, es ist Lunchtime. Ihr müsst alle essen gehen. Ich will aber gar nicht essen. Ja, ich hau durch die Presse! Oh, wieso? Ja, wegen der vollgeschissenen Toilette. Ja, ey, to punch! To kick and stuff! Yeah, anpissen! Warum kann man Leute anpissen? Ich versteh's immer noch nicht. Man kann einfach Leute anpissen und man kann tolle andere Sachen machen. Aber das können wir ja schon alles vom ersten Teil, also machen wir es doch einfach wieder auf dem Weg. Ja, es gibt neue Kombos, das werden wir noch herausfinden. Aber unsere alten haben wir natürlich auch noch. Oh Gott, was mache ich da? Wieso kann ich nicht steuern? Achso, jetzt kann ich steuern. Ich habe sozusagen mein Bild verklickt. Das ist natürlich nicht gut. Aber das Bild verklickt. Okay, erinnert euch noch an unsere ganzen alten Kombos. Aber es gibt jetzt auch. Es wird noch neue geben. Und die sind ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich bescheuert. Stille! Stille, Kotze! Ich kotze auf einen Tisch. Ja, und Furz natürlich auch noch. Oh nein, er hat einen Tisch. Er wird mich zwar nicht. Ich meine, er hat einen Stuhl. Er hat einen Stuhl. Nein, ihr werdet mich nicht besiegen. Nein, noch nicht mehr du mit deinem schwulen Stuhl. Verpiss dich. Nein. Ich hab Füße. Du hast keine Füße. Ich hab mehr Füße als du. Hab ich echt mehr Füße als er? Ich glaub nicht. Das ist irgendwie unlogisch. Okay, Glocken. Nein, Polizisten. Polizisten, Gefängniswärter. Oh Gott, dieses Spiel wird noch so krank. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, du. Lass mich. Ich hab eine Mülltonne. Ich hab noch keine Mülltonne. Ich hab eine Mülltonne jetzt. Mülltonne. Ja, Mülltonnen sind das Beste in dem Spiel. Mülltonnen, Kartacke, Kartacke. Hahaha, das ist schon mal ein kleines Wortspiel für später. Hier, kacken. Einfach Leute anscheißen. Dieses Spiel läuft einfach nur krank. Das ist so sinnlos. Habt ihr schon mal gelesen, was da an der Wand steht? Oh Gott. Man soll sich ordentlich benehmen. Man soll sich in der Reihe anstellen. No seconds. Oh Gott, wir haben eine neue Attacke gelernt. Ass ist die Kombination. Wait, no seconds. Achso, kein zweites Mal anstellen. Remember, we are watching you. Okay, wir haben eine neue Attacke gelernt. Und das ist Pissen. Pissen ist eine ziemlich effektive Attacke und sie ist so total sinnlos. Oh Gott, Ausständige. Ihr müsst sie besiegen. Ihr werdet merken, ich werde ziemlich oft Pissen benutzen, weil das ist einfach eine sehr gute Attacke. Attacke. Es ist schon sinnlos, sowas eine Attacke zu nennen. Wieso nenne ich das Attacke? Also, naja, wenigstens ist hier richtig. Nicht so wie bei Tony Hawk Pro Skater. Da sage ich auch immer zu den Tricks-Attacken. Aber egal. Gut, ja, wir scheißen Leute an, wir pissen Leute an. Wir sind einfach ein dummer Penner auf der Straße und wir sind eh viel besser drauf als die anderen hier. Ich weiß aber nur noch nicht, warum so lange kann der Hobo ja noch nicht hier drin stecken, denn er hat ja noch seine alte Kleidung an, falls man das überhaupt so nennen darf, und hat nicht so eine Gefängniskleidung an, also will er ziemlich schnell wieder raus. Ich schätze gleich am Tag danach. Aber gut, kloppen wir einfach weiter. Kloppen extrem, nein, böser Typi, der uns töten, er darf uns nicht töten, er ist zu heftig. Nein, lass mich. Yeah, ich habe einen Checkpoint erreicht, cool, bin der Beste von allen. Oder sowas in der Art. Okay, weiter geht's. I dropped the soap. Oh, nein. Das ist alles deine Schuld. Dumme, dreckige Duschen, die niemand benutzen will. Alles so ein dummer Scheiß. Keiner. Oh, die anpissen. Anpissen. Nimm Pisse. Okay. Nimm Pisse. Ja, hör, wir rutschen aus, als du rutschig ist. Nein. Pissen. Ah, kotzen. Okay. Und dann scheißen. Nein, das wir glauben das alles schon gar nicht mehr. Ja. Stirb. Und du auch noch. Hey, ich will duschen. Nein, ich darf nicht. Du darfst auch nicht duschen. Yeah, gewonnen. Yeah, der Hobo übernimmt das Gefängnis. Warum auch immer. Ja, stirb. Kotzen. Nein, ich will kotzen, Mann. Okay, ausrutschen ist auch gut. Ah, ausrutschen. Ausrutschen. Unfair Attacken. Total unfair. Rutschen. Rutschen und kloppen. Und anpissen. Und anscheißen. Und was es sonst noch alles so Sachen gibt. Ach Gott. Dieses Spiel ist nicht korrekt, wenn es um richtige Manieren geht. Ja, das ist immer so. Aber gut, bärtige Typen sind auch gut. Bärtige Typen in die Haare pissen. Das sieht ja fast so aus wie ich. Nein. Fuck, der aggressiv geworden ist. Ich muss ihn ankotzen. Und anpissen. Nein. Er ist richtig aggressiv. Er muss ausrutschen. Yeah. Neue Attacke! Wir haben den super Kotzstrahl gelernt. Okay, ihr wollt den super Kotzstrahl sehen? Ihr werdet ihn gleich in Action sehen. So hoffe ich doch. Okay, ihr werdet jetzt den super Kotzstrahl zu sehen bekommen. Ja! Kotzen! Mega Kotze. Okay, Leute, ich weiß, es ist sehr krank, aber das ist eine der effektivsten Attacken in diesem Spiel jetzt. Also werde ich ihn noch häufiger einsetzen als Pissen.
Ja! Denn damit machen wir ziemlich viel Schaden. Nur das mit der Rennen ist doch scheiße. Ah, SAS! Nein, er macht nur Pissen. Er will nicht. Nein, er hat einen Stuhl dabei. Ich darf ihn nicht mich mit dem Stuhl kissen lassen. Pissen, kissen. Ich will auch einen Stuhl haben. Ich will zurückwerfen. Okay. Okay, ich muss jetzt die super Attacke ausführen. Ja, kotzen! Okay, super kotzen und alter Obi ist auch im Gefängnis. Alter Obi, nein! Aggressiver Typ! Kotze! Oh, ich wollte ihn gerade totkotzen. Okay, kotzen. Nein, ich will doch kotzen. Kotzen! Nein, er hat... Ja, es braucht noch mal ein bisschen, bis der Kotzstrahl aufgeladen ist, also... Ich weiß es zwar nicht, wie er so viel kotzen kann, aber es geht anscheinend. Ja, kotzen! Okay, er kann es immer noch nicht glauben, was ich hier ausführe. Stellt euch mal vor, ihr könntet so viel kotzen. Wie cool das wäre. Es wäre einfach möglich. Ach, das wäre aber irgendwie auch eklig. Irgendwie wären da die Straßen noch ziemlich voll mit Kotze, oder? Kann sein. Muss aber nicht. Kotzen und scheißen. Ja, ich bin so gern. Kotze! Ja, ja. Okay, damit können sie einfach nicht leben. Sie sterben einfach, weil sie so derbe Druck gekotzt werden. Exodus. Yeah. Warum? Exit. No, not this door. Oh, nein, er hat eine Knarre. Nein! Die Leute mit der Knarre sind dann schlimm. Sie machen verdammt viel Schaden. Deshalb müsst ihr da immer nach oben und unten ausweichen. Not this one either. Ja, wir dürfen hier nicht ausweichen. Nö, Penner. Ich bin ein Penner, also lass mich. Lass mich ruhen. Yeah, angepisst. Nein, Knarre. Ja, ich kann auch mit einer Knarre rumlaufen. Bin ich nicht cool? Ich denke ja, so ein bisschen schon. Okay, wir laufen mit unserer Knarre herum. Okay, ja, ist einer mit der Pistole, den knallen wir ebenfalls mit der Pistole ab. Denn dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Oh, scheiße, Munition leer. Feuer. Okay. Eigentlich finde ich Kotzen besser, als eine Pistole zu benutzen. Also benutze ich lieber wieder meine Kotze. Ja, eine Kotze! Oh Gott, wie viele Leute ich damit treffe. Ja! Es ist doch ziemlich schwer, diese Attacke auszuführen. Ich bin gerade ziemlich glücklich, dass ich die immer hinbekomme. Nein, ein Schwarzer mit einer Waffe. Nein! Dieses Spiel ist auch gar nicht brutal. Oder... Also ich finde es immer noch eklig. Aber egal, Kotzen, Kotzen! Er ist auf meine Scheiße ausgerutscht. Das ist natürlich ärgerlich. Und was jetzt? Habe ich es jetzt nicht geschafft? Wann darf ich weitergehen? Ist da noch einer? Ich glaube ja. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Hallo? Ist hier noch jemand? Nein. Anscheinend nicht. Was geht denn hier jetzt ab? Hm. Wir dürfen anscheinend nicht weitergehen. Das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht muss ich noch die Waffen fallen lassen. Das kann man auch noch haben. Darf ich keine Waffen mitnehmen? Hm. Das ist merkwürdig. Anscheinend haben wir hier gerade ein Problem. Und zwar darf ich nicht weiterspielen. Also bis gleich, Leute. Ich muss noch mal bis zu dieser Stelle hier spielen. Komisch. Hatte ich letztes Mal nicht. Okay, jetzt müsste es eigentlich gleich weitergehen. Denke ich doch. Ja, Kotze! Stirb an der Kotze. Darf ich jetzt weitermachen? Das wäre echt nett. Irgendwas verpetzt sich, glaube ich. Ah, nee, da kommt noch einer. Jetzt kommt er endlich. Ja, dieser kommt, dieser aggressive Typ, und letztes Mal ist er irgendwie nicht gekommen. Kotzen. Scheiße, nein, da kommen noch mehr Leute. Da kommen richtig viele. Kotzen. Okay. Kotzen. Kotzen und Kotzen und Kotzen. Okay, weiter geht's. Ja, neue Fähigkeit erhalten. Super Scheiße. Ja, wir können so derbe scheißen, wie es noch nie jemand gesehen hat. Es unterscheidet sich zwar nicht von der anderen Attacke, aber es ist auch scheißegal. Wen interessiert es überhaupt? Prison Break. Yeah, was erinnert uns das? Oh, Auto. Auto will uns umbringen. Ja, ich muss das Auto tot scheißen. Ja, ich muss das Auto tot scheißen. Ja, das Auto ist kaputt. Gut. Kotzen. Okay, an manchen Stellen ist vielleicht die Kotzattacke sogar noch ein bisschen heftiger. Also das ist ja so eine Sache für sich. Was würdet ihr lieber tun? Einen Scheißstrahl haben oder einen Kotzstrahl haben? Hm, irgendwie ist beides ziemlich eklig, oder? Naja, egal. Was ist das für eine Frage? Weiter geht's. Mit unserer kleinen... Lauf auf die Gegend! Stirb! Okay, ich hab eine Knarre, du hast auch eine Knarre. Wieso kann der Huber eigentlich mit der Knarre umgehen? Wofür braucht er eigentlich eine Knarre? Er braucht gar keine Knarre. Er ist einfach der Huber schlechthin und dann will er noch eine Knarre benutzen. Okay, weiter geht's. Super Lastang, das ist der letzte Endgegner. Du bist hier tot, scheißen! Ich weiß noch nicht mal, warum man mit Scheißen hier Schaden macht. Das ist eigentlich schon wieder ziemlich sinnlos, oder? Naja, egal. Kotzen, Scheißen, Pissen und alles, was sonst noch so wie... Ja, stirb, super, oh Gott, wo bleibt das Auto? Hier müsst ihr das Auto umbringen. Ja, stirb Auto, stirb Auto, ja, stirb Auto, stirb Auto. Okay, er hat eine Knarre, da müssen wir aufpassen. Ja! Aber wir können sie jetzt zum Glück totscheißen. Ja, ja, ja. Wir werden niemals gewinnen, ich bin ein Super-Hobo. Super-Hobo? Mega-Hobo, würde ich wohl eher sagen. Der Mega-Hobo, das macht letztendlich viel mehr Sinn. Warum werde ich ihn noch sehen? Knarre! Ja, ich muss das Auto totballern. Ich muss es einfach totballern. Ja, stirb! Ja! Stirb! Stirb! Kommt das Auto wieder? Cool. Okay, das konnte ich noch schneller, als man erwartet hat. Gott! Komm, nochmal! Ja! Stirb! 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 Stirb, Auto! Oh Gott. Okay, er hat eine Knarre.
Nein, muss schnell scheißen. Oh Gott, nein. Ich darf mich nicht besiegen. Ich bin der Supermänner. Niemals. Niemals eine Gesundheit gesprungen. Ihr seid super SWAT-Einheiten, aber ich bin super Megatypi. Super Megatypi kann nicht sterben. Würde mir das wissen? Ja, okay. Super Kotzstrahl. Super Kotzstrahl. Super Scheißstrahl. Ja. Okay, gut. Das macht Spaß. Das macht Spaß mit Scheiß und so. Jetzt werde ich ihn besiegen. Sterb, Auto. Okay, das Auto wurde besiegt. Noch ein Typ ist dann jetzt noch mit seiner Knarre. Das wird deine Vergeltung sein. Jetzt werde ich euch zeigen, was es heißt, mit der Pistole zu kämpfen. Ja. Gewonnen. Ja, das Spiel ist vorbei. War ein lustiges Spielchen gewesen, oder? Ich finde, es war besser als der zweite Teil wegen diesen sinnlosen neuen Attacken. Aber gut. Ja, warum dieses Spiel gemacht hat, ihr könnt es selber so die Schuld geben wie letztes Mal. Mr. Mör natürlich wieder. Der wollte unbedingt, dass ich so einen Scheiß wieder spiele. Aber gut, bis zum nächsten Mal bei einem von meinen Random Let's Plays. Tschüss.